Moin Leute, und tatsächlich euch einen richtig leichten Giftcast to Friends Glitch. Jawohl! Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch eine Arena-Werkstatt inklusive einem freien Stellplatz. Außerdem braucht ihr auch noch einen Freund, der euch bei diesem Glitch unterstützt. Optimalerweise hat euer Freund auch das Fahrzeug, was ihr gerne haben möchtet. Außerdem braucht ihr einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Abteil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr einen kostenlosen LG. Und ja, Leute, ist diesmal wichtig, dass es ein LG ist und kein Motorrad, was ihr später theoretisch über Motorradclubhouse bestellen könntet. Das ist sehr wichtig. Außerdem braucht ihr auch noch eine Einladungssitzung, denn dieser Glitch funktioniert nur in einer Einladungssitzung. Und ihr braucht natürlich auch einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, ein freies Ziel. Den Zielmodus könnt ihr im Editor oder im Story-Modus ändern. Aber bevor wir mit dem Glitch anfangen, möchte ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und für die Leute, die mich auch überhaupt gar nicht kennen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren, damit ihr solchen krassen Glitches nicht verpassen. Aber ich würde mal sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr mit eurem Freund in einer Einladungssitzung. Denn als erstes bin ich in der Sicht des Freundes, deswegen steht das auch oben kurz, Sicht Freund. Denn euer Freund begibt sich erstmal zu dieser Location hier. Ist euer Freund an dieser Location angekommen, öffnet er sich sein Handy, geht auf schneller Job, geht auf Aktivitäten, geht dann auf Golf, Darts, Armdrücken ist generell egal, geht dann auf alleine beitreten und bestätigt das dann. Denn euer Freund muss jetzt praktisch in einer Aktivität drinnen sein. Wann ist euer Freund in einer Aktivität drinnen? Wenn unten rechts steht, Lobby wird gefüllt. Das dauert an die 20 Sekunden. Und wenn das da steht, Leute, können wir mit dem Glitch anfangen. Deswegen switchen wir jetzt auch mal zurück zur Ansicht. Nämlich zu meiner Ansicht. Gut, ihr steht jetzt vor eurer Arena und habt am besten auch schon ein Straßenfahrzeug geklaut. Und Leute, achtet darauf natürlich, dass es ein normales Straßenfahrzeug ist und nicht irgendein Sportwagen, denn ihr müsst das Fahrzeug auch theoretisch reinfahren können. Deswegen einfach irgend so ein billig Straßenfahrzeug. Habt ihr so ein Straßenfahrzeug geklaut, steigt jetzt ein und öffnet euer Interaktionsmenü und bleibt auf dem Reiter GPS drauf. Das ist ganz wichtig, Leute, denn jetzt fahrt ihr zur Arena gegen die Tür. Seid jetzt gegen die Tür gefahren, könnt jetzt eurem Freund beitreten, wenn er euch Bescheid gesagt hat, ey, meine Lobby wird befüllt. Und ja, Leute, wir wissen es ja, die Lobby wird befüllt. Deswegen können wir jetzt unserem Freund via PSN jetzt beitreten. Und Leute, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, denn sobald wir jetzt auf Beitreten klicken, müssen wir X spammen. Das bedeutet, wir drücken bei GPS X drauf, werden ja dann in die Garage reingezogen, wählen dann so gesehen die Arena-Ebene aus, und das müssen wir auch ganz, ganz schnell machen. Und während wir in die Arena reingezogen werden, bestätigen wir die Meldung, dass wir unserem Freund beitreten, und kurze Zeit später kommt ja die Fehlermeldung, dass wir unserem Freund nicht beitreten können, weil es ja eine Einladungssitzung ist. Und das alles muss relativ schnell funktionieren, deswegen einfach spammen, Leute. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr so einen verbuggten Screen bekommen, so wie ich hier. Das ist auf einmal so hell, dunkel, flackert. Und Leute, wenn ihr diesen Screen habt, steigt einfach aus und werdet ein paar Sekunden später an der Oberfläche gespawnt. Habt ihr das nicht, Leute, müsst ihr es einfach nochmal neu versuchen. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr draußen jetzt spawnen ohne Minimap, Leute. Das bedeutet, ihr seid jetzt in den verglitschten Modus, den wir für diesen Giftcast to Friends brauchen. Denn jetzt als nächstes begeben wir uns dann zu unserem Freund, der schon an der Location ist, wo wir später auch den Giftcast to Friends durchführen werden. Seid ihr jetzt dort angekommen, bestellt ihr jetzt euren MOC. Das bedeutet, stellt euch so hin wie ich, schaut gegen das Haus und bestellt euren MOC. Ist euer MOC geliefert worden, bestellt ihr über das Interaktionsmenü auch den LG aus dem MOC zu euch. Habt ihr den LG jetzt bestellt, steigt jetzt ein. By the way, Leute, euer Freund kann jetzt auch wieder da rauskommen. Das bedeutet, er öffnet sein Handy, geht also schneller Job und schließt sein Handy wieder. Das bedeutet, er ist aus der Aktivität wieder raus. Ist euer Freund jetzt in eurem Fahrzeug jetzt eingestiegen, fahrt jetzt zum euren MOC, zum hinteren Eingang. Denn euer Freund muss jetzt die untere Pfeiltaste gedrückt halten und wählt jetzt einen Story-Modus-Charakter aus. Da wird es eine Meldung erhalten, ob er sich sicher sei. In dieser Meldung muss sie jetzt drinnen bleiben, Leute. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, Leute. Sobald er in dieser Meldung drinnen ist, fahrt jetzt zum MOC hin und drückt die rechte Pfeiltaste, dass ihr in den MOC reinfahren möchtet. Aber Leute, ihr seid jetzt auf einmal gefreezed. Ihr werdet jetzt nicht in eure MOC reingezogen. Das ist aber nicht schlimm, Leute, denn in ein paar Sekunden wird euer Freund vom Fahrzeug einfach rausgeschmissen. Und sobald euer Freund ausgestiegen ist, könnt ihr euch wieder bewegen und ihr fahrt einfach zurück zur Seite und packt das Auto irgendwo hin, sodass der blaue Kreis sichtbar ist, wenn ihr wieder aussteigt. So, bei mir ist jetzt der blaue Kreis sichtbar, das bedeutet, wir können jetzt wieder zum MOC hinlaufen. By the way, Leute, könnt ihr es eurem Freund auch Bescheid sagen, ey, kannst jetzt Kreis drücken, aber es ist wichtig, dass euer Freund in der Umgebung stehen bleibt.
Denn ihr geht jetzt wieder zum blauen Kreis und geht es auf alleine beitreten. Das ist wiederum ganz wichtig, Leute. Ihr werdet jetzt einen endlosen Ladescreen bekommen. Das bedeutet, wir haben unten die weiße Ladeschnecke, aber ohne dass da steht, Ladevorgang. Haben wir das, suchen wir jetzt jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir gehen in eine Community- oder Freundesliste und schauen mal, wer GTA spielt. So, in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der GTA spielt. Wir gehen jetzt auf Beitreten. Die erste Meldung, die sich jetzt in GTA laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid. Ihr drückt hier gar nichts, Leute, denn wir gehen jetzt nochmal über die doppelte PlayStation-Taste wieder ins PSN-Menü und gehen jetzt nochmal auf Beitreten. Und wenn ihr jetzt den anderen Zielmodus habt, Leute, müsste sich bei euch die Meldung geändert haben. Denn jetzt steht bei euch, seid ihr euch sicher, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet? Kommt diese Meldung nicht, hat dieser besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. Das bedeutet, ihr müsst jemanden anderen suchen. Aber in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, ihr drückt jetzt hier einfach Kreis und ihr seid auf einmal unsichtbar. Und jetzt muss es ganz schnell gehen, Leute. Jetzt rennt ihr zum Fahrzeug, was euer Freund natürlich schon dahingestellt hat, und steigt ein und es gehört euch. Boom! Wie geil ist das denn? Und das war es auch schon von diesem Glitch. Und das Gute an diesem Glitch, Leute, ihr könnt jetzt direkt weiter glitchen. Das bedeutet, in diesem Modus, den ihr gerade drinnen seid, könnt ihr unbegrenzt weiter von eurem Freund Fahrzeuge bekommen, so viel wie ihr halt Platz habt. Das bedeutet, ihr seht auch gerade im Hintergrund, dass auch wirklich gerade das gleiche Fahrzeug ist, aber es bedeutet jetzt einfach, Leute, ihr bestellt jetzt wieder ein Elitch aus irgendeiner Garage und parkt das Fahrzeug jetzt um, wie ihr auch gerade hier im Hintergrund seht. Ihr werdet jetzt aber beim Umparken wieder einen schwarzen Blackstream bekommen. Ihr sucht euch jemanden wieder raus, der einen anderen Zielmodus habt. Die erste Meldung, die sich hier in GTA laden wird, ist ja wiederum die Meldung, ob ihr sicher seid, dass ihr jemandem beitreten möchtet. Hier drückt ihr wiederum gar nichts, Leute. Ihr geht jetzt wieder auf die doppelte PlayStation-Taste und dann müsste sich wieder die Meldung geändert haben. Falls sich nicht die Meldung geändert hat, hat den gleichen Zielmodus wie ihr, ist unbrauchbar für diesen Glitch und bla 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 bla, ne? Ihr wisst es ja. Aber Leute, in meinem Fall habe ich jetzt jemanden gefunden, der einen anderen Zielmodus hat. Jetzt drückt ihr einfach Kreis und ihr werdet auf einmal unsichtbar wieder gespawnt sein. Aber ihr werdet ein paar Sekunden später sofort wieder sichtbar. Und Leute, jetzt ist das Fahrzeug umgepackt und jetzt könnt ihr euer Fahrzeug über das Interaktionsmenü vom MOC bestellen und könnt wieder direkt weiter glitchen. Und jetzt natürlich noch ein paar kleine Informationen zum Duplikat, was ihr gerade von eurem Freund bekommen habt. Denn es ist generell eine dreckige Kopie. Das bedeutet wiederum, ihr könnt das zwar verkaufen, werdet aber relativ schnell eine Verkaufssperre bekommen, weil es halt eine dreckige Kopie ist und so weiter und so fort, je nachdem, was ihr damit machen wollt. Deswegen, um keine dreckige Kopie zu erhalten, müsst ihr das gleiche iFruit-Kennzeichen wie euer Freund haben, also Custom-Kennzeichen. Das ist nämlich ganz, ganz, ganz wichtig, Leute, denn den LEG, der geht zwar bei diesem Glitch verloren, aber euer Fahrzeug, was ihr dann bekommt, übernimmt nicht das Nummernschild vom LEG. Deswegen braucht ihr hier tatsächlich iFruit-Kennzeichen, wenn ihr keine dreckige Kopie haben wollt. Generell passiert bei euch nichts, wenn ihr jetzt einen Easy von eurem Freund bekommen habt und den es ein, zwei Mal verkauft, sollte euch nichts passieren. Aber generell solltet ihr schon damit ein bisschen vorsichtig sein. Und das war's schon, Leute. Das war die ganze Magie hinter diesen leichten Giftcast to Friends. Wenn euch dieser Glitch gefallen hat, würde ich mich wirklich übelst freuen, wenn ihr einen fetten Like fürs Video da lassen könntet. Und nochmal, Leute, ihr könnt mich kostenlos abonnieren, damit ihr solchen krassen Glitches nicht verpasst. Aber ich bin mal raus. Bleibt gesund. Euer Bombard. Ciao.